Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, ich habe mir eine neue Fracht rausgesucht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir eventuell jetzt diesen Auflieger wieder dorthin fahren, wo wir gerade herkommen. Ich glaube, ich habe die Bremse angezogen, genau. Von daher, wir fahren diese Strecke jetzt einfach mal, müssen auch wieder durchs Portal und gucken mal, was wir dann von dort in World, also in dieser Winterwelt, noch Neues bekommen. Wir müssen ja insgesamt 15 Fahrten machen und sollten ja alle 5 Hotspots anfahren, beziehungsweise von dort abholen. Also jetzt im Prinzip gleiche Strecke wie vorhin, nur anders. Genau, jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder ein Portal aussuchen. Gehen wir einmal auf die Karte. 5 Kirchen. Das Portal hatten wir vorhin. Gibt es hier nicht auch ein schönes? Wir nehmen jetzt das Portal. Nee, warte mal. Stopp. Route zurücksetzen. Wir nehmen dann das Portal, so rum. So. Und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Ich denke mal, die anderen Weihnachtsdinger, die kriegen wir noch irgendwo weg. Aber Town Square, ich bin mir jetzt... Ja, ich bin da manchmal etwas... Hallo? Der Rückwärtsgang war gar nicht mehr drin, das hat er aber nicht gemerkt. Was ich cool finde beim Volvo, das muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Lassen wir den mal noch vorbei. Und zwar, hört euch das mal an. Ich schalte mal nicht bzw. spät. Jetzt sind wir hier schön im zweiten. Merkt ihr was? Also das gefällt mir unheimlich gut, muss ich gerade sagen. Der dreht nicht so elendig hoch, nur weil gerade kein Gang eingelegt ist oder weil du noch in einem zu niedrigen Gang bist. Der dreht einfach ruhig und bleibt auf seiner Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob er das in Realität auch so macht. Das ist natürlich genial, ne? Okay, wir fahren zu unserem Portal. Und dann gucken wir mal, wo wir am anderen Ende rauskommen, beziehungsweise wo wir hin müssen, ob wir noch eine andere Fracht dann bekommen. Das hier wäre jetzt, wir haben Samstagabend, das hier wäre jetzt schon die Folge für den Mittwoch tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich euch für den Heiligabend ein bisschen was Längeres noch mache. Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da muss ich mal gucken. Wobei ich auch schätze, ich werde die vorproduzieren. Auf der anderen Seite, ich bin Weihnachten sowieso alleine. Und habe nichts zu tun und keine Ahnung. Und alter Schwede, kipp mir bloß nicht um, du. Und habe nichts zu tun. Und werde da mit Sicherheit aufnehmen oder sowas. Warum stand der so schräg? So, da vorne geht's für uns wieder ins Portal. Ich bin gespannt, wie spät es ist, wenn wir drüben ankommen. Ach, guck mal. Ja, jetzt sieht man das auch richtig. So haben sie das dargestellt, okay?
rein, ausmachen. Beam me up, Scotty. Wie cool. So, jetzt sind wir wieder im Winterland. Eventuell wird diese Fahrt gar nicht gezählt. Da müssen wir mal schauen, weil... Ich mache aber ganz kurz mal Folgendes. Ich werde hier mal meine Ehrenrunde kurz drehen. Was ich allerdings glaube, hier wird es nicht wirklich hell und hier musst du auch nicht schlafen. Guck mal, ich bin im sechsten Gang, er dreht nicht hoch. Ich bleibe auf dem Gas. Ich fahre jetzt hier mit 41 Kilometer. Das ist wie so ein Tempomat. Das ist einfach, das ist mega. Ich mag diesen LKW. Das muss ich jetzt mal ganz, upsala, ganz ehrlich so sagen. Schneewehe war aber eine Eiswehe, du. Einzige, was es hier wohl nicht gibt, sind Werkstätten. Wir bleiben auch ruhig mal in dieser Geschwindigkeit hier, ne? Und keine fremden Autos. Möchte... Alter Schwede, guck doch mal hin, wo du hinfährst. Da waren wir doch noch nicht, oder? Sollte mehr auf die Straße gucken, ganz ehrlich. Und nicht so aufs Navi. Das war ein Drift. Das habe ich sogar richtig im Lenkrad gemerkt. Nee, da waren wir noch nicht. Mit demnach dann die dritte erfolgreiche Tour. Oder waren wir da doch schon? Ich bin mir jetzt gerade... Na doch, Papier fehlt der Weg. Was sind aber von woanders gekommen? Naja, vielleicht glückt es. Und da hinten ist ein Videopunkt, den können wir uns dann auch noch angucken, sehe ich gerade. Ja, wir haben von Town Square abgeholt, das weiß ich. Das war hier vorne, gell? So, wie viel haben wir jetzt? Was hat er uns? Was hat er uns jetzt gegeben? Haben wir 3 von 5? Ne, 2 von 5 erstes. Aber 3 von 15. Gut, das heißt, wir müssen. Hallo. Warum reagiert er jetzt nicht? Achso. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir genau einmal hier hinfahren und dass wir hier vom, ich würde jetzt sagen, vom Mountain Resort als nächstes was machen. Dann hätten wir hier noch einen Videopunkt und letztendlich da oben den dritten. Das machen wir jetzt mal in dieser Folge. Das ist jetzt die Mittwochsfolge, gell?
So, fahren wir da mal hin. So schön gemacht, ey. Kann mich in jeder Folge nur darauf begeistern. Gut, also wir brauchen insgesamt verschiedene Fahrten. Wohin die dann letztendlich gehen, ist, sind egal. Um die Challenge zu erfüllen, brauchen wir allerdings 5 bestimmte Fahrten. Und die holen wir uns jetzt hier mal hoffentlich noch weg. So, hier haben wir jetzt erstmal einen Fotopunkt, einen Videopunkt. Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Winterland Mitte. Das ist echt mit so viel Liebe gestaltet. Echt, Leute. Da möchte man wohnen, oder? Es ist ruhig. Oh, da sind Leute. Es gibt Leben hier. Aber das muss ja ein mystisches Dorf sein. Wo ist das, dass man das nur per Portalreise erreicht? Da fährt ja kein Zug, kein Schiff. Und nur wir erkennen dieses Portal. Sehr schön. Ja, ich werde jetzt diese Weihnachtsfolgen auch immer so ein bisschen überziehen, aber das kennt ihr ja eh schon. So, wir sind wieder in unserem... in unserem LKW. Ich dachte gerade, da steht jemand. Das ist ein richtiges, schönes Weihnachtshighlight. Das muss man ganz einfach so sagen, wie es ist. Entschuldigung, wenn ich mich da wiederhole, aber... sollte auf diese komischen Eisdinger da an der Seite achten. Die sind echt heftig. Übrigens, wenn es, ich kann jetzt nur sagen, aktueller Stand ist eben am Samstag. Ich weiß, dass sich Abonnentenzahlen durchaus verändern, wenn zum Beispiel Bots gelöscht werden oder sonst irgendwas oder jemand wieder deabonniert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sage ich erstmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute, für 1100 Abonnenten. Es für mich war, oh, hier liegt der Schnee aber hoch, du. Für mich war es grundsätzlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte, das ist mein Wunsch, ich möchte gerne die 1000 erreichen. Das habe ich tatsächlich, also bis zum Jahresende, das habe ich tatsächlich Mitte August, glaube ich, schon erreicht. Und einen größeren Wunsch hatte ich gar nicht mehr, dass es noch bis zur 1100 tatsächlich klappt. Also 100 seit August, das ist schon, ja, Wahnsinn. Also hier haben sie den Schnee echt hoch aufgetürmt. So, da hinten unser zweiter Videopunkt.
Irgendwie will unser Auto nicht so, wie er soll. So, hier ist der zweite Videopunkt. Hoi! Da fahren wir jetzt drauf, gucken uns den auch noch eben an. Restaurant, ja. Leute, wo habt ihr das versteckt? Das ist ja eine Karte für sich. Zeigt allerdings, und das finde ich cool, dass man theoretisch, wenn man verschiedene Karten hat, dass man jetzt sagt, Mensch, ich gehe jetzt in Rostock meinetwegen auf die Fähre und komme in Südafrika wieder raus, dass man, wenn man es hier offensichtlich gut anstellt, dass man hier tatsächlich Kartenteleports durchführen kann, weil was anderes ist das hier nicht. Dann, denn man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wo ist denn der Rest von der anderen Karte? Die ist ja gar nicht vorhanden. Das finde ich wiederum cool. Das ist so eine schöne... Ach, guck mal, eine Sessellifferin. Das muss... Ja, das kann nicht außerhalb der Welt sein. Das muss irgendwo noch auch in Europa oder so sein. Cool. Hallo? Scheint ein bisschen kalt zu sein. Jetzt holen wir uns die dritte Fracht hoffentlich. Lang sind die Fahrten ja alle nicht. Die machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Ich fahre einmal hier aufs Werksgelände, genau. Ich würde auch gerne aber mal in diese Schnecke fahren. Um zu gucken, was man da genau gebaut hat. Bevor wir uns hoffentlich unsere Fracht holen. Okay, also hier geht es offensichtlich nur noch ein bisschen nach oben, dass man noch mal eine bessere Aussicht hat. Ich muss mal einmal in den Fotomodus. Das hilft alles nichts. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo hat man die schönste Aussicht? Interessanterweise. Guckt mal auf 1.15 Uhr, okay. Also es wird jetzt hell tatsächlich. So, wir holen jetzt unsere Fracht. Und wenn wir die haben, werde ich diese Folge beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ja, wenn wir den Schnitt halten, also in diesem Jahr war, wie gesagt, war der Abonnentenschnitt für mich und persönlich unheimlich hoch. Helft und macht mit, dass es so weitergeht, würde mich unheimlich freuen, weil mich bestärkt das so ein bisschen in dem, dass ich sage, das, was ich hier mache, ist irgendwo richtig. Na, Trolle gibt's überall, das ist uns klar, das wird auch immer so bleiben. Aber für viele von denen ist das, was ich hier mache, eben richtig. Es gucken auch genug rein, es sind genug Views, man kriegt ja die Statistiken.
Nicht? Und auch da gibt es ja welche, die gucken, die Leute gucken überhaupt nicht. Und ach ja, denkt euch euren Teil und ich bin soweit zufrieden. Und ich denke mal, dass, dass das im Laufe der Zeit wachsen wird. So, wir nehmen natürlich wieder die externen Aufträge. Und wir sind, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach so, wir sind der Resort hier. Rostock, pass auf. Und wir kriegen das ja angezeigt. Okay, die Fracht können wir fahren. Machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. In der Zeit habe ich dann hier schon mal aufgesattelt und sage dann erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.